Aus gegebenem Anlass möchte ich über Aston Martin sprechen. Eine Situation, die ich gerade sehr faszinierend finde. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Andy Palmer, der bisherige CEO, geht oder wird gegangen und Tobias Moers, ehemals Mercedes-AMG, kommt. Ob das gut ist oder schlecht, muss ich erst noch zeigen. Aber damit ihr die Situation, in der Aston Martin im Moment steckt, mal bildlich vor Augen habt, das ist der Aktienkurs über die letzten 6 Monate. Und das sieht nicht sehr gut aus. Zeitweise war der Kurs unter 40 Cent pro Aktie. Und das ist die Aston Martin Gesamtentwicklung seit dem Börsengang 2018. Normalerweise möchte man, dass die Kurve in die andere Richtung geht. Aber finanzielle Probleme und unternehmerische Schwierigkeiten haben in der 107-jährigen Geschichte von Aston Martin Tradition. Das Unternehmen war bereits 7-mal pleite. Und jetzt ist die Frage, wird das nochmal passieren? Also zuerst mal, warum ist die Aktie überhaupt so runtergegangen? Das liegt einfach daran, dass sich diese Autos nicht sehr gut verkaufen. Zum Vergleich hier ist mal die Entwicklung der Ferrari-Aktie über die letzten 6 Monate. Das ist trotz Corona, der Einbruch ist da im März zu sehen, relativ gut. Und wenn man diese Kurven nebeneinander sieht, dann weiß man, bei dem einen Unternehmen läuft's und bei dem anderen nicht. Dabei sind beide in einer sehr ähnlichen Nische unterwegs. In der Nische von exklusiven und teuren Sportwagen. Aber anders als Ferrari hat Aston Martin ein ganz großes Problem. Viele assoziieren sich gerne mit einer starken Marke wie Ferrari, weil die Marke an sich so viel Strahlkraft hat, dass sie alle in der Umgebung quasi aufwerten kann. Und Aston Martin ist in einer Situation, in der es fast umgekehrt ist. Denn Aston Martin assoziiert sich mit James Bond, der so viel Strahlkraft hat, dass sogar die Marke Aston Martin aufgewertet werden kann. Aston Martin hat zeitweise zu Ford gehört, dann hat Ford Aston Martin abgestoßen, dann waren sie im Besitz einer Investmentgruppe aus Kuwait. Jetzt haben sie eine Partnerschaft mit Daimler. Insofern ist der Wechsel von Moers nachvollziehbar. Aston Martin bezieht schon die Motoren und auch die Innenräume und viel von dem Infotainment-Kram von Mercedes. Das beste Beispiel dafür ist der V8 Vantage. Er fährt wie ein AMG, er klingt wie ein AMG. Und er lässt sich auch bedienen wie ein AMG. Und das ist ein weiteres Problem, das Aston Martin hat. Das ist mangelnde Eigenständigkeit. Und es fehlt das, was bei exklusiven Produkten eigentlich am wichtigsten ist. Dieses Besondere. Aber warum finde ich die Situation gerade so spannend? Weil sich da eine Menge tut. Es gibt einige Spekulanten, die jetzt glauben, bei Aston Martin geht es aufwärts, deswegen werden ein paar Aktien gekauft. Der Kurs hüpft so ein bisschen wie eine Herzrhythmusanzeige hoch und runter. Zu den Hintergründen, Andy Palmer war seit 2014 CEO. Seitdem hat die Aktie 90% ihres Werts verloren. In Geld ausgedrückt hat Aston Martin im ersten Quartal dieses Jahres 120 Millionen Pfund verloren. Das ist mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Corona spielt da natürlich eine Rolle, aber es ist trotzdem ein ziemlich großer Unterschied. Der kanadische Milliardär Lawrence Stroll hat 25% der Aktienanteile gekauft für 262 Millionen Pfund. Dieser Deal musste damals schon nachverhandelt werden, weil der Kurs so schnell, so rapide gefallen ist. Wichtig ist auch, Stroll ist Eigentümer von Racing Point. Und Racing Point ist das, was Force India ehemals war, also ein Formel-1-Team. Und die Strategie von Stroll beinhaltet, dass sich Racing Point ab 2021 umbenennt, beziehungsweise dass Racing Point den Namen Aston Martin ohne Lizenzgebühr nutzen kann, so dass Aston Martin ab 2021 in der Formel 1 fährt. Was auch noch ganz interessant ist und ein bisschen zur diffusen Gesamtsituation beiträgt, Toto Wolff, derzeit bei Mercedes, ist mit rund 42 Millionen seines Privatvermögens neuerdings auch mit Anteilseigner von Aston Martin. Aber offiziell hat das keine Auswirkungen auf seinen Job bei Mercedes und es handelt sich nicht um eine strategische Partnerschaft in irgendeiner Weise. Es ist etwas, was er als Privatperson gemacht hat. Wenn man sich mal anschaut, was Moers strategisch geleistet hat bei AMG, dann spricht das für sich. Er hat es geschafft, die Modellpalette zu erweitern und er hat auch dazu beigetragen, durch die enorm gestiegenen Verkaufszahlen von AMG-Modellen, dass die Zahlen von Mercedes insgesamt sehr viel besser geworden sind. Seine Strategie war es, mehr Modelle auf den Markt zu bringen und auch mehr Einheitsteile zu verwenden. Man kann also die Kosten in der Entwicklung über mehr Produkte verteilen. Die Frage ist jetzt aber, funktioniert das auch bei Aston Martin? Und ich würde behaupten, nein, das tut es nicht.
Denn ein Hersteller wie Aston Martin, genauso wie Ferrari, lebt von der Exklusivität. Wenn es zu viele Autos gibt, dann verliert die Marke ihre Exklusivität. Und da gibt es ja ein neues Modell, nämlich den DBX, der im Sommer diesen Jahres auf den Markt kommen soll. Und der wird etwas unter 200.000 Euro kosten. Es ist ein SUV. Über die Ästhetik, denke ich, kann man streiten. Mir persönlich gefällt der gar nicht. Er ist auch zu spät für den Markt. Der SUV-Boom könnte anhalten, doch die Konkurrenz ist so groß, dass das Auto alleine nicht die Wende bringen wird. Zudem sieht Stroll in seiner Strategie, die möglicherweise von Merz Strategie abweicht, nicht vor, auf Elektromobilität zu setzen. Für Stroll ist es wichtiger, dass Aston Martin in die Formel 1 kommt. Der kurze Aufschwung auf dem Aktienmarkt bei Aston Martin, den wir im Moment sehen, das ist eher Hoffnung. Palmer ist weg, es ging ganz lange nach unten, jetzt muss es ja besser werden. Ich glaube, es wird keinen großen Aufschwung geben. Ich glaube aber auch nicht unbedingt, dass es bergab gehen wird sofort. Wir werden so ein bisschen ein Herumdümpeln sehen. Ein Rumdümpeln, das möglicherweise in einem langsamen Dahinsiechen und einer weiteren Insolvenz enden könnte. Aston Martin hat das Problem, was viele britische Luxusmarken im Moment haben, wenn ich da an Bentley oder Rolls-Royce denke. Die haben an Strahlkraft verloren und gleichzeitig ist ein bisschen unklar, was sie denn überhaupt noch an Luxus bieten können, außer in Leder gehüllten Innenräumen. Die Alleinstellungsmerkmale, die sie mal hatten, die sind weg. Und die einzige Möglichkeit, die ich sehe, um die vielleicht wiederzugewinnen, wäre in Richtung Elektromobilität zu gehen. Das muss nicht batterieelektrisch sein, das könnte ja auch mal, vor allem im Luxusbereich, Wasserstoff sein oder irgendwelche anderen abgefahreneren Lösungen, die das Markenimage zum Positiven verändern können und der Marke ein Alleinstellungsmerkmal geben, das über die reine Assoziation mit James Bond hinausgeht. Weil das alleine reicht wirklich nicht. Ich persönlich bin nicht mutig genug, um jetzt Aston Martin Aktien zu kaufen. Aber ich fände es auch sehr, sehr schade, wenn die Marke wieder abschmieren würde. Andererseits, Aston Martin hat 7 Pleiten durchgestanden. Es könnte auch eine 8. durchstehen. Bis zum nächsten Mal.